Hallo an inzwischen über 1600 Zuschauer, das ist schon enorm. Ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen, nur ich habe mich mal wieder drauf geguckt. Ja, die Zahl ist doch ganz schön gestiegen seit dem letzten Video dieser Art. Das soll jetzt eine Art, ja, Übersicht über die Projekte gerade mal werden. Ich habe mir da auch einen schlauen Zettel gemacht, damit wir einfach mal gucken, weil es sind im Moment so viele Projekte, die hier parallel laufen und die irgendwie dazwischen gekommen sind, zwischen andere große Projekte, die ich hier nebenan stehen habe, wo ich gerade drauf gucke. Seit Jahren stehen habe. Einfach um mal auf den aktuellen Stand zu kommen, habe ich hier so eine kleine Liste angefangen. Punkt 1 ist allerdings, dass ich erstmal Danke sagen muss in Sachen Aave. Da haben sich echt viele gemeldet nach meinen Problemvideos mit Lösungsvorschlägen, auch ins Forum und an die Kommentare hier natürlich danke. Da ist jetzt einfach mal so, ich muss mir hier etwas Platz schaffen. Ich habe jetzt etwas Zeit dazu. Im Moment, ich muss hier ordentlich Platz schaffen, aufräumen und gucken, ob wir vielleicht das Ganze hier drinnen irgendwie hinbekommen. Weil draußen, ihr seht, ich sitze hier auch hier drinnen schon schön warm angezogen, ist halt Winter. Draußen die Ape jetzt den Motor komplett zerlegen, ist gerade keine Option, das muss ich anders machen. Aber da habe ich jetzt schon viele Tipps bekommen, wo ich anfangen kann. Jetzt brauche ich noch Platz und Zeit dafür. Der aktuelle Stand, genau. Da haben wir zum Beispiel natürlich auch außer der Ape noch den Eixam an Leichtkraftfahrzeugen. Und da sind inzwischen Teile gekommen, die liegen sogar hier rum. Da hatten wir etwas Probleme mit einem Lieferanten, da kam ewig nichts und so weiter. Ist bis heute nichts gekommen, wir haben es woanders bestellt für mehr Geld, leider. Da kamen jetzt die Teile. Müssen wir noch hoffen, dass das auch funktioniert und passt. Wir müssten eigentlich jetzt die Sachen da haben, um zumindest den Tacho ans Laufen zu bringen. Und danach müssen wir weiter gucken. Wir haben ja noch ein schiefstehendes Rad. Und ein bisschen das Getriebe ist nicht ganz dichtfürchtig. Und er braucht noch neue Räder und so weiter. Also. Aber da würde erst schon mal ein guter Schritt gemacht werden, wenn der Tachoantrieb wieder funktioniert, das Loch am Getriebe vor allem damit dann dicht ist, weil momentan kann man da einmal reingucken. Das ist inzwischen da, damit können wir weitermachen als nächstes. Und was haben wir sonst noch so? Genau, wir hatten da natürlich, danke an die Kommentare zum Thema Eixam, sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, dass uns verschiedene Schutzbügel und auch Unterbodenschutz und so weiter fehlen. Das ist was, was natürlich, wenn der in Betrieb gehen soll, dann tatsächlich mal. Hoffentlich irgendwann demnächst nochmal erweitern müssen, dass das alles seine Richtigkeit hat. Und genau, sonst hatten wir ja nicht mehr viel da dran. Reicht ja, was wir haben. Bremsen müssen wir mal schauen, die funktionieren zumindest. Die sehen zwar nicht gut aus, die funktionieren, aber das werden wir halt merken, wenn wir den wirklich mal bewegen. Es hängt keine Bremse, alle Bremsen greifen. Müssen wir dann schauen. Aber hatte ich ja eben schon gesagt, haben wir halt echt das Motorproblem hauptsächlich. Was heißt hauptsächlich nur das Motorproblem? Nur. Da müssen wir irgendwann mal wirklich tiefer einsteigen. Ich habe da, wie gesagt, einige gute Hilfsangebote bekommen. Das kriegen wir, denke ich, dann hin, sobald ich mich damit mal befassen kann, unter Dach. Weil die stand jetzt ja bei der letzten Operation die ganze Zeit draußen, im Nassen, im Kalten, unterm Baum und so sieht die momentan auch aus. Und das ist keine gute Option. Egal, wir haben noch ein anderes Fahrzeug gekauft aus Versehen zwischendurch, und zwar den Opel Vectra. Da sind natürlich auch ein paar Sachen zu machen. Das war ja so ein Fahrzeug, wo ich gesagt habe, da habe ich mal ein Fahrzeug, das kein Projektfahrzeug ist. Nein. Nein. Da ist noch zu machen. Ich habe mir es aufgeschrieben. Gut, das sind jetzt alles keine wilden Sachen. Das ist hauptsächlich Wartung, was zu machen ist. Ölwechsel müssen wir machen, Motor und Getriebe. Getriebe müsste man eigentlich nicht. Ist eigentlich eine lebenslange Füllung laut Opel. Und da streiten sich natürlich die Leute auch wieder. Die einen sagen, auf jeden Fall wechseln, weil das Zeug ist 30 Jahre alt. Die anderen sagen, auf keinen Fall wechseln. Dann geht's Getriebe kaputt. Wir probieren es aus, wir werden es merken. Also das Zeug, ich habe es mir angeguckt, das ist nicht verbrannt auf jeden Fall, das wäre schlecht. Dann wäre ein anderes Problem. Es hat einfach den Eindruck, als ob das halt altes Öl ist. Und ich würde das gerne zumindest mal tauschen im Getriebe. Motor ist ganz klar, das machen wir auch. Allerdings würde ich fast sagen, dass das Sachen sind, die wir nach dem Winter machen. Das macht mehr Sinn. Dann Flüssigkeiten 2000, genauso Bremsflüssigkeit habe ich noch aufgeschrieben. Ist eigentlich auch fällig, aber das können wir auch noch nach den kalten Monaten machen. Ansonsten habe ich gefunden eine Undichtigkeit an der Heckscheibe bei dem Opel. Oben an der Ecke kommt irgendwo ein bisschen Feuchtigkeit rein. Da hat man dann ab und zu mal so eine Triefspur an der Verkleidung innen. Nicht so gut. Da ist einfach die alte Dichtung, man sieht es auch außen, die ist ein bisschen, steht ein kleines bisschen ab. Die ist einfach wahrscheinlich so hart geworden, dass da was durchgehen kann. Da muss man was überlegen. Eine gescheite Lösung. Da hat der Vorgänger von mir oder einer der Vorgänger schon mal Silikon verteilt. Hat wohl nicht dauerhaft geholfen, wie es aussieht. Ist meistens keine gute Idee, Silikon. Da müssen wir schauen. Das Kühlsystem ist ja ein Dauerthema beim Opel, wenn ihr das gesehen haben solltet. Das wurde jetzt zwar besser, also der Dreck geht mehr und mehr raus. Wenn sie das allerdings auch bis zur warmen Jahreszeit hin nicht
komplett erledigt hat, das Thema, dann muss man da auch nochmal dran, das großflächiger angehen. Das war jetzt sozusagen die faule Version, die wir probiert haben, einfach so lange spülen, bis das irgendwie funktioniert. Genau, Benzinleitung hatte ich noch gesehen. Das ist ein großes Thema tatsächlich, das wir demnächst als, ja, als nächstes praktisch machen müssen, denke ich mal, im Auto. Die Benzinleitung zur Einspritzanlage hin, die ist porös und ich dachte auch irgendwie, es riecht irgendwie ein bisschen nach Sprit vorne drin. Es läuft nichts raus, es ist nichts feucht, aber ich finde, es riecht da irgendwie nach Sprit in der Ecke. Gut, es riecht nach Sprit, weil Benzin da reingeht, aber da wollen wir jetzt lieber nicht riskieren, dass uns die Karre abbrennt. Da müsste als nächstes was dran passieren. Generell sind so ein paar Schläuche, die ein bisschen krümelig sind. Allerdings nichts Wildes, nichts, wo irgendwas passieren kann. Trotzdem werden die auch mit ausgetauscht. Ansonsten ist halt ganz normaler Service. Filter und so weiter, Kerzen, das muss irgendwann mal gemacht werden. Das sind so die Sachen, die am Opel anstehen. Ist jetzt kein Projektauto in dem Sinne, hat Kleinigkeiten bisher. Hoffentlich. Und somit wäre das zu dem Fahrzeug. Was haben wir denn noch? Genau, das China-Dreirad, das inzwischen elektrische. Da ist was ich jetzt tatsächlich demnächst jetzt mal angehen will. Ich brauche eine Verstärkung, die hinten meinen Korb hält, weil der ist momentan sehr wackelig. Der ist ja so nicht gedacht. Da habe ich einen viel größeren Korb drauf gemacht. Und in dem Zuge würde ich gerne eine Anhängerkupplung machen. Da hat jetzt jemand kommentiert, ja, die muss ja mit an die Achse dran. Beim normalen Fahrrad, wo das Rad in der Mitte ist, ist das durchaus richtig. Hier ist das Problem, wir haben nämlich das Hinterrad an der Seite. Wenn ich da einen Anhänger dran mache, an diese Achse, also dann ist hier schon das Hinterrad, dann hängt der Anhänger irgendwann da drüben und läuft hinter mir, neben mir hier. Ich will den natürlich direkt hinter mir laufen haben, deswegen müssten wir die Anhängerkupplung auch in die Mitte von dem Fahrzeug bringen. Hatte ich eine Idee, das verbinden wir irgendwie mit dem Rahmen, den ich da machen will, für den Korb. Bremse ist ja ein Thema gewesen, wenn ihr die Videos verfolgt habt von dem Fahrrad. Eigentlich habe ich nur vorne eine gut funktionierende, die hinten ist mehr so zur Verzierung. Die verlangsamt etwas, aber anhalten kann man damit eigentlich nicht, wenn die vordere nicht gehen sollte. Das ist ein Problem. Was man irgendwie, ich habe das Ding gerade hier vor mir stehen, deswegen gucke ich also da unten hin, angehen müsste. Vielleicht kann man das auch verbinden mit der Rahmenkonstruktion, das weiß ich noch nicht. Ansonsten will ich mit dem Ding mal ein paar Touren fahren, ganz klar. Dafür ist es ja auch dann da kann man Anhänger dran machen, runterpacken und dann los geht's. Und damit die Touren auch etwas länger werden können, hatte ich dann auch eine Idee zur Reichweitenverlängerung. So eine Art Range Extender sozusagen, dass uns der Saft nicht so früh ausgeht. Da müssen wir mal ein extra Video zu machen. Da habe ich hier so ein paar Sachen rumstehen, mit denen wir das eventuell realisieren können. Mir ist nämlich aufgefallen, man kann, warum auch immer, den Akku laden, während er benutzt wird. Das ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Wenn man da so eine Art Range Extender bauen will. Das ist eine Sache. Genau. Ja, dann haben wir natürlich noch diverse Fahrradgeschichten hier rumliegen. Ich kann auch wieder da hochgucken, da liegt noch das 80er, 90er Jahre Mountainbike. Da hatte ich auch noch Pläne, das wieder aufzubauen. Allerdings vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlicher. Da hatte ich so ein paar Ideen, was man einfach mal ausprobieren kann, was man sonst eigentlich nicht so macht. Was kombinieren, was nicht so zusammengehört und so weiter. Da können wir uns ja mal austoben bei Gelegenheit. Das sind diese Fahrzeuge, die hier alle so aktuell sind, wenn ich mich umgucke. Dann haben wir natürlich hier neben mir steht so ein Skelett, so ein grünes, der Trabi. Ich weiß, dass ich den eigentlich dieses Jahr anfangen wollte, aber ich habe hier eine ganze Liste an Fahrzeugen, die da irgendwie dazwischen kamen. Ab und zu kaufe ich Fahrzeuge aus Versehen. Ja, allerdings kann ich dazu Neuigkeiten geben, in dem Sinne, dass ich da Leute gefunden habe, die das schon mal gemacht haben, das Schweißen an verschiedenen Stellen da dran. Und die mir dann auch helfen wollten. Allerdings nicht jetzt in der kalten Jahreszeit. Das kann ich auch verstehen, weil will man sich jetzt ja nicht stundenlang was abfrieren. Wir müssen das ja dann auch draußen machen. Ich muss mir also überlegen, wie wir das Ding aufbocken, vor die Werkstatt bringen zum Flexen, Schneiden, Schweißen und so weiter. Das kann man nicht hier drinnen machen. Zum einen staubt es alles voll und zum anderen beim Schweißen brennt der ganze Holzschuppen hier dann ab. Das können wir nicht machen. Das müssen wir draußen machen. Da müssen wir auch nochmal demnächst mal, würde ich sagen, was entwerfen, wie wir das Ding beweglich machen. Irgendwas, so eine Art, ja, Autorangierhilfe oder sowas basteln. Mal gucken. Das ist eine Sache. Genau. Ja. Ach, da müssen wir auch noch ein bisschen Ausrüstung besorgen, hatte ich mir aufgeschrieben. Ja. Weil ich habe hier zwar so eine Art, so ein Schweißgerät rumstehen, mit dem ich ein bisschen rumgespielt habe. Ich kann das nach wie vor nicht. Das wird aber auch nicht geeignet sein, so wie ich jetzt rausgefunden habe, um dieses wirklich sehr, sehr dünne Blech, was die an dem Trabi benutzt haben, zu schweißen. Das wird wohl nicht funktionieren. Ich muss mich nochmal kurz schließen mit den Leuten, die davon Ahnung haben. Wie gesagt, da hatte ich zum Glück jemanden gefunden. Dann kriegen wir das auch hin. Ansonsten waren das alle Fahrzeugupdates, wie es aussieht. Dann
gab es noch so ein bisschen das Thema, ich mache ja hier auf dem Kanal, das hat sich ja so rauskristallisiert, ist ja meistens irgendwas mit Fahrzeugen oder Touren oder Basteleien, irgendwelcher Art, meistens ja irgendwie mobilitätsbezogen, Fahrrad, Auto, Leichtkraftfahrzeuge und so weiter. Was da ja neu dazu gekommen ist, ich habe auch, ich sehe gerade mein Zeitenbrett da drüben hängen, war die Idee, dass wir Fahrzeuge auf der Eisenbergstrecke vergleichen. Das ist hier halt ja in der Nähe der höchste Berg. Und das ist ja immer ganz interessant, da mal verschiedene Fahrzeuge hoch und runter zu scheuchen. Haben wir bisher gemacht mit dem Dreirad, was hier steht, und mit dem Opel. Einfach um mal so zwei Extremvergleiche zu haben. Da können wir natürlich noch andere Fahrzeuge hochschicken. Das ist ja auch so der Plan, dass man alle Fahrzeuge, die hier so, ja, in Arbeit sind und in Benutzung sind, dass man die hinterher so eine Vergleichbarkeit bekommt, man ein Gefühl dafür bekommt, wie viel ist der Eixam schneller als die Ape, oder wird schneller sein, wie lange braucht der Trabi irgendwann mal hoch und runter, wie viel ist der langsamer als ein moderner PKW wie der Opel, lauter solche Geschichten, das war so meine Idee dabei. Ich weiß es nicht, hat bisher nicht die größten Klickzahlen erreicht, kann ich mir aber auch schon denken, das ist jetzt natürlich nicht das Interessanteste gewesen bisher, eine halbe Stunde mit dem Fahrrad da hoch und runter zu fahren. Aber für die Vergleichbarkeit ist auch auf der Webseite dann einsehbar, da habe ich eine Zeitenliste angelegt. Da kann man das schön vergleichen eigentlich. Das war eine Sache. Tourvideos würde ich gerne mal demnächst wieder ein bisschen machen. Mit dem Dreirad, wenn es soweit ist. Da hatte ich ja, wie gesagt, ein paar Ideen. Und ansonsten, was haben wir denn noch genau? Was ist eigentlich, da müsste ich jetzt mal euch so ein bisschen fragen, Basteleien, die nicht unbedingt mit Fahrzeugen zu tun haben, irgendwas Technisches. Da habe ich ein paar Sachen, die ich machen wollte. Ob das interessant ist oder nicht, vielleicht auch ein bisschen was aus dem Bereich Fotografie hätte ich da noch angedacht. Also ich habe von allem keine Ahnung, das muss man auch dazu sagen. Das wäre mir so, ja, das Vlogartige. Ich habe keine Ahnung, ich probiere, was passiert und wir gucken, was rauskommt. Das könnten wir machen. Und so ein paar kleine Ideen hatte ich hier noch aufgeschrieben. Also da ist noch ein bisschen was übrig. Und dann habe ich meine Listen tatsächlich abgearbeitet. Erstaunlich. Ja, dann würde ich sagen, auf jeden Fall an euch als Abonnenten vielen Dank, dass ihr dabei seid. Denn sonst, ja, wenn es keiner angucken würde, bräuchte ich das hier auch nicht machen. Aber anscheinend, wenn auch einen kleinen Anteil an Leuten gibt es ja, die sich das mit angucken wollen, was wir hier treiben. Als nächstes, wir müssen dringend gucken, damit ihr mal eine Ahnung habt, was so kommen soll. Wir wollten jetzt die Tage heute, morgen, übermorgen an den Eixam gehen. Das ist so das, was ansteht als nächstes. Und dann hatte ich eben mein China-Dreirad im Blick, da ein bisschen dran zu arbeiten. Und dann, ich muss hier drinnen echt mal die Zeit jetzt, ich habe jetzt ein bisschen Urlaub, nutzen, hier drin Platz zu machen. Denn wir müssen irgendwie eventuell die Ape hier noch mit unterbringen, um da was dran zu machen. Das wird interessant. Auf jeden Fall macht's erstmal gut bis dahin. Wir fangen jetzt erstmal an und müssen hier in Haus und Garten noch ein bisschen was tun. Es ist die Zeit, die immer fehlt. Na gut, macht's gut. Bis zum nächsten Video.